Huch, falsche Taste. So, irgendwas, was da ist. Das sieht mir fast aus, als müsste ich wieder nach draußen. Mit Chucky kann ich nicht springen, oder? Will? Da oben? Ah, da oben. Guck mal, jetzt lockt mich wieder nach draußen. Ich soll nach draußen gehen. Dann gehe ich wieder raus. Und es wird, dass ich wieder runtergehe. Okay, ich betrachte diese Quest jetzt offiziell als buggy und beendet. Dann werde ich mir die Quest nicht mehr weiter ansehen. Die Frage ist, wo war der François? War der... Frage ist, wo war der? Und das ist wieder doof. Das gibt wieder einen Minuspunkt. Und ich glaube zwar aufs Gameplay wahrscheinlich. Weil die Questführung, die ist in diesem Mod nicht gerade sehr hilfreich. Die hat mich oft in falsche Richtung gelenkt. Ich würde sagen, wo liegt Alinor? Ist in der Nähe, ne? Da gehen wir jetzt hin. Aber zu Fuß, weil Springen hat mir immer Ärger einberaubt. So, und ich gehe nicht nachts. Das, was ich gelernt habe, in dieser Mod nie nachts gehen. Wenn einer von euch die Lösung weiß, bitte kommentieren. Uff, das ist dann halt eine weitere Quest, aber die wird, glaube ich, verschwinden. Obwohl, ne, ich lasse die Mod mal installiert. Für den Fall der Fälle. Weil ich wollte noch die eine Quest beenden, die ich noch in Skyrim übrig habe. Die kann ich ja jetzt beenden, zum Glück. Aber sowas ist scheiße. Hey, nimm's doch. Weil sowas killt wieder Spielspaß. Ich hätte jetzt gerne die Quest verfolgt. Jetzt habe ich den Siegelstein und jetzt passiert gar nichts. Hat der Mod-Erschaffer eigentlich auch mal die Mods getestet? Beziehungsweise die Quests? Alter, ich habe mich gerade davor erschrocken. Bei mir kommt es fast so vor, als hätte er die nicht getestet. Guck mal, wie da hinten die Dinger schweben. Seht ihr, die Türme schweben links. Und hier sieht es aus, als wäre hier eine Atombombe eingeschlagen. Der explodierende Turm. Da habe ich. Ich glaube, seitdem habe ich Herzrasen. So, wenn das Spiel nochmal sowas macht, dann werde ich wahrscheinlich keine Quests mehr annehmen. Dann bin ich die aktuelle laufende Quest, dann werde ich dann nichts mehr machen. Dann könnt ihr die selbst spielen.
Bisher von den drei oder zwei Mods, die ich getestet und gespielt habe, ist das ja die schlechteste, muss ich sagen. Nicht unbedingt von der Umgebung, die Umgebung ist gut. People seem to think all Nords are racist. Ah. But surely that itself is racist. I'm not racist. Though I just don't like Adis. Or Argonians. Or Elves. Come to think of it, I'm not that fond of Orcs, Red Guards or Imperials either. Damn it, I always end up upsetting someone. Don't take it personally. Naja, wie gesagt. Ich glaube, das hier ist eine der bisher die schlechteste Mod, die ich hatte. Ich hatte nicht viele, aber das hier toppt sogar L2er. L2er, muss ich auch sagen, war nicht auch nicht so schön. Das war auch so ein Gameplay-Fail. Genau wie jetzt. Sprich mit ihm. Ich stand vor ihm. Und konnte ihn nicht sprechen. Und das führte zum Abbruch von L2er. Vielleicht mache ich L2er nochmal. Da leuchtet schon wieder so ein Orb. Leuchtet nicht, sondern fliegt durch die Gegend rum. Mal gucken, ich bin jetzt hier, ich spreche mal, ob das Spiel wieder abstürzt. Ja, guck mal, durchsichtige Berge. Yeah. Ich spreche mal lieber mit Agatha Christie da oben. Das sieht so ein bisschen aus wie der Schatten von Amnesia. Paint the lines, cut the flesh, paint the... Ah, oh, ist das laut. The lines, cut the flesh, watch the butts, blood spill, let it come. So. Ach, die Schwebende in Person. Ich habe mit der Wache gesprochen. Stimmt, das war ja die nutzloseste Quest überhaupt. I know. Ich weiß. Willst du, dass ich noch irgendwas tun soll? Speak with the barmaid Norna in the lounge. Ach, wo ist die Lounge? Above Alanor. Ja, klar. Ohne Scheiß, wenn das jetzt nicht konstruktiv genug ist, höre ich auf mit dieser Questreihe hier. Einmal fand ich ja ganz lustig, weil das war so nach dem Motto. Könntest du ja mal machen. So nach dem Motto, geh mal dahin und mach mal das Nutzen. Alter, hör auf. Alter, scheiße, der Besen ist hier mit. Ich glaube, der Besen hat jetzt ein Problem. Scheiße. War gut, der Ficht halt raus, weil... So, hier vorne ist jetzt eine Quest irgendwo. Über Alinor, also irgendwo da oben ist eine Lounge. Da müssen wir hin. Und wie gesagt, wenn das jetzt nicht... auch nicht so... konstruktiv ist oder ich sag mal questbringend. So nach dem Motto, hey, du kannst doch was für mich machen, wenn du schon mal hier bist.
dann werde ich die nicht mehr ansprechen, nachdem. Dann hole ich mir die nächste Quest nicht mehr ab. Oder ich gebe ihr noch eine Chance. Eine Chance gebe ich ihr noch. Aber nicht mehr. Wenn das dritte dann genau das gleiche wieder ist, sprich mit dem und dem, dann ist Ende. Dann gibt es dort einen Minuspunkt in der Quest. In der Quest-Vielfalt. Weil das kann jeder. Es wurde in Skyrim übrigens nie gemacht. Geh dahin und sprich mit ihm. Was braucht ihr? Und das hat dann nichts gebracht. Und hier ist Gilvin. Well met. Lady Marwyn fragte, ob ich dieses poetische Messer haben darf. Oder mit einem so. Some lousy thief took it. Probably sold it to that damn smuggler. Schmuggler? A criminal. Can't kill him. Too protected. Likes trading things no one wants to trade. Scumbag. If you want to try your luck, I'll mark his location on your map. Okay. Sprechen mit dem Schmuggler in der Höhle. Diesmal ist das, glaube ich, dieser hier. Da gehen wir hoch. Da gehen wir hoch. La 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 la. Die Lounge. Ist schon recht. Ach du Scheiße, wie sehen die denn aus? Schrecklich. Ja, kann ich etwas für euch tun? Hallo Norna? Yes. What can I do for you? Ich sollte mit dir sprechen. Go ahead. Ich weiß nicht, warum wir darüber über was wir sprechen sollen. You really don't know? Ne. Surely you have something better to do. Entschuldige, ich glaube, ich gehe jetzt. It's been a pleasure. Wo bin ich gelandet hier? Ich muss hier weg. Ich habe eben die grauenhafteste Kleidung gefunden, die es gibt. Gut. Das war Nutzlos Nummer 2. Wenn jetzt noch ein drittes Nutzlos Nummer 3 kommt, dann höre ich auf mit der zu labern. Weil dann bringt es mir nichts. Ich habe gerade den Zähler gestoppt. Weil irgendwie lädt er nicht mehr weiter. Ist er wieder abgesperrt? Abgeschmäht. Es sieht danach aus. Ach Mann. Hm. 50 installierte Mods. Davon aktiv. Null. Ich habe so das Gefühl, wenn ich neu anfange, dann werde ich das Spiel komplett neu installieren, weil ich habe so das Gefühl, das ist gerade wahrscheinlich kaputt gemoddet durch die Aktion, die ich da leider verplant habe. Und ich nehme mal an, dass die Aufnahme jetzt unterbrochen werden kann. Also, das heißt für mich Alt-Tab. Ne, das heißt für mich Steuerung Alt-Enf, Taskmanager, umgänglich das Ding abschießen und wieder neu starten. Also bis gleich. Oder sagen wir mal, bis zum nächsten Video.